Inzwischen hat es sich herumgesprochen. Seit gut einem Jahr bietet Michael Fröhlich seine begehrten Wildprodukte auch auf dem Rostocker Wochenmarkt an. Immer Freitag steht er hier mit einem von insgesamt 4 Verkaufswagen, mit denen er im ganzen Land unterwegs ist. Usedomer Wild heißt das kleine Familienunternehmen, das er 2020 gemeinsam mit seinem Vater in Neberg in der Nähe von Kumin aufgebaut hat. Das Besondere, die schmackhaften und frischen Produkte von Reh, Hirsch oder Wildschwein stammen von Tieren, die selbst in den heimischen Wäldern erlegt wurden. Ob Wurst, Schinken, Bratenstücke oder Fertigspezialitäten, die Nachfrage ist groß. Zum Beispiel haben wir, wie die nette Dame vorhin, sie wollte ja unbedingt mal den Gulasch sehen, weil tatsächlich der Wildgulasch, den wir machen, oder ganz genau bezeichnet Wild-Ede-Gulasch, deswegen, weil er wird aus Rücken und Keule geschnitten. Das ist schon so mit der Produktion, wenn wir produzieren, ist er schon fast verkauft. Also eine Woche, dann ist er weg. Ne, wir machen so 150 Gläser im Schnitt, wenn wir ihn herstellen. Einen kleinen Anteil Schweinefleisch gibt es bei Usedomer Wild übrigens auch. Das Duroc-Schwein zum Beispiel kommt von einem Bauern aus Brechen bei Jarmen. Bei der Entscheidung, eine Fleischerei zu gründen, spielten auch gesundheitliche Gründe eine Rolle. Das Ganze ist daraus entstanden. Meine Familie, wir haben sehr, sehr viele Probleme tatsächlich mit dem Bauch gekriegt, sage ich mal ganz salopp. Wir haben uns dann Gedanken gemacht, woran liegt das? So, und dann haben wir Stück für Stück mal selber Produkte für uns hergestellt und festgestellt, tatsächlich, schau an, wenn man selber macht, dann ist es nicht mehr so. Ja, und daraus ist das Ganze gewachsen. Wir haben kleine Stallgebäude umgebaut, dann haben wir irgendwann gesehen, das reicht nicht mehr aus, dann haben wir ein bisschen größer gebaut für uns. Und mittlerweile sind wir ja jetzt 9 Leute, also wir konnten tatsächlich 8 Arbeitsplätze schaffen. Und plus meinem Vater sind wir jetzt 9 Leute und Stück für Stück geht es für uns bergauf. Aber wir halten das Level jetzt und wollen auch nicht weiter. Viel Zeit und Geld hat Michael Fröhlich gemeinsam mit seinem Vater in die moderne Produktionsstätte und die Küchengeräte investiert. Massenproduktion gibt es bei Usedomer Wild allerdings nicht. Die Qualität steht an erster Stelle. Fertigspezialitäten wie das Gulasch werden nach alten Familienrezepten zubereitet, die noch veredelt werden. Ja, das war ein immenser Aufwand. Also erstmal, wir haben die ganzen Maschinen, die wir dafür benötigen, haben uns aus ganz Deutschland, zum Teil auch aus Österreich, anfahren lassen. Die sind auch sehr teuer, das war alles sehr, sehr kostspielig. Aber letzten Endes haben wir es geschafft, das alles zu bekommen. Und ja, dafür brauchen wir einen Kochkessel, den haben wir uns geholt. Der kam aus Mannheim zum Beispiel. Dann haben wir einen Fleischkutter gekauft, einen Fleischwolf, Kippbratpfannen und, und. Natürlich sind die Usedomer Wildprodukte auch im Hofladen erhältlich. Doch peu à peu werden immer mehr Wochenmärkte angelaufen. Inzwischen fühlt sich Michael Fröhlich auch hier in Rostock sehr wohl und versteht sich bestens mit den anderen Händlern auf dem neuen Markt. Nö, wir verstehen uns super. Sag jetzt bloß nichts Falsches. So gut wie in Greifswald läuft es in Rostock zwar noch nicht, sagt der Jungunternehmer, doch auch hier gibt es bereits Stammkundschaft und so wird sich Michael Fröhlich auch weiterhin immer freitags auf den Weg nach Rostock machen, um hier seine Wildspezialitäten zu verkaufen.